Beides haben wir jetzt hier vertreten im ersten Matchup. C-Play gegen Alternate Attacks. Attacks, momentan der dritte Platz, den sie sich definitiv festigen können. Wenn sie hier mindestens 4 Punkte mitnehmen, dann sind sie nämlich gelockt und sicher auf den Offline-Finals in Düsseldorf. Wichtig aber auch für C-Play, weil die stehen auf Platz 8, damit noch der Relegationsplatz. Mit ein paar Punkten könnten sie sich davon eventuell befreien, würden also dementsprechend da rauskommen. Aber wie es am Ende ausgeht, wissen wir noch nicht. Und Trader Engie, die machen einen guten Start. Und jetzt Adrian braucht ein bisschen, macht den Headshot aber gegen Dude. Und damit ist es jetzt nur noch Stefan. 1-4 für ihn. Kaum machbar, die Pistol-Runde ist damit durch. C-Play macht das 1-0. Die brauchen die Punkte, wie schon gesagt, um sich hier eventuell noch auf die sicheren Plätze zu schießen und in der ersten Division verbleiben zu dürfen. Der letzte Platz steigt direkt ab. 9 und 8, da wo sich C-Play gerade befindet. Die spielen die Relegation gegen Platz 2 und 3 aus der zweiten Division, um den Klassenerhalt dann noch zu halten. Dementsprechend, das will man natürlich nicht. Man will das Ganze so safe wie möglich machen. C-Play also dementsprechend heiß, heute gegen Attacks Punkte mitzunehmen. Und ihr dürft natürlich wie immer in den Chat schreiben, was ihr glaubt, wer am Ende hier die Runden mitnimmt. Und das war mal eine Monster-Nate. Alle von Attacks hier getroffen von C-Play. Super krass, den Schaden will ich gar nicht zusammenzählen. Das war ordentlich was. Engie eröffnet, macht 2, macht 3, macht 4. Und Adrian holt sich den letzten mit der AOG. Schnelle Runde für C-Play. 2-0 der Start nach der gewonnenen Pistol. Direkt hier nachgelegt. Jetzt aber auch die erste Runde, in der Attacks voll kaufen kann. Dementsprechend hier erste Gefahr für C-Play, die natürlich jetzt gucken müssen. Bleiben sie bei den Waffen, die MP9 nicht optimal. Da jetzt hauptsächlich auf die Farmers geupgradet. 2 MP9s wirft man weg. Nur Mikael, der behält seine noch. Stellt sich dann wahrscheinlich ein bisschen auf die Close Angles, mit der MP da so viel Schaden wie möglich machen zu können. Attacks mit dem Doppelboost in Richtung Mitte. Und SDFN, der ämmt da gut ab, denn Squeaky wird durchgelaufen von C-Play. 2 Stück, die da pushen. Und versuchen, mit einem Offensiv-Move die Runde zu holen. Man tritt bereits Mitte durch. Keiner da, NC, der die Mitte kontrolliert. Dementsprechend Attacks da jetzt mit viel Raumgewinn. Können da jetzt einiges rumspielen. Slacks eröffnet auch die Runde in Squeaky. Hat den Spieler gesehen, macht beide. Super starkes Ding jetzt von ihm. Gute Eröffnung in Richtung A. Da 2 Leute rausgenommen. 2 sind es aber noch. Der A-Stack mehr oder weniger für C-Play da gewesen. Weiß Attacks das. Bisher immer noch nur Slacks. Der guckt und der macht den dritten. Und den vierten kriegt er nicht. Da ist Trader. Für den Trade Flank, aber der hat lang gedauert. Jetzt muss Delcor hier glänzen. Kriegt ein, die Flashbang. Hittet ihn nicht, aber dafür muss er eben laufen. Und das schafft er nicht rechtzeitig. Cassi macht den Frag. Und dementsprechend ist es jetzt nur noch Trader. 1-3 für ihn. Er ist auf dem falschen Spot. Die Bombe wird recht fix geplantet jetzt. Und damit ist es ein schwieriger Retake für ihn, wenn er es denn noch versuchen möchte. Bombe liegt. Und Cassi wartet hinten ab und den wird er kriegen. Keine Chance für Trader. Direkt auf dem Gesicht. 2-1. Attacks damit angekommen. Lässt sich hier nicht weit zurückschlagen. Pistol Round, Folgerunde, kein Problem. Direkt zum 2-1 aufgeschlossen. C-Play. Man muss gucken. Die werden wahrscheinlich eine Economy machen müssen. Andy mit 1-6. Schwierige Economy-Verhältnisse jetzt. Für Attacks natürlich gute Voraussetzungen. Direkt wieder den Anschluss zu finden. Gegen Trader. Viele Nades in Richtung Mitte, da wieder die Kontrolle aufzubauen. Adrian auf K, der Einzige, der den A-Spot hält, beziehungsweise eben den Cross sehen kann. Der Delco versucht es, kriegt da keinen Frag durch, auch keinen Anschuss. Dementsprechend kassiert er da mehr durch die Nade. Beide Trades bisher verloren. Port Flash für Stefan. Eine schöne Doppelflash, keine Chance. Trader hat da absolut nichts gesehen. Frank ist da, jetzt versucht Delcor ins Squeaky rein, da muss Dude aufpassen, dass er ihm den Headshot dann nicht mitgibt. Zieht sich hier jetzt auch zurück, geht nicht direkt in den On-Fight. Noch 40 Sekunden für Attacks, alle Zeit der Welt. Der Push in Main wird abgefangen, Delcor bekommt ein, zumindest noch, aber der Refrag ist eben direkt da. Und noch Mantu ist sicher, macht den Frag da. Den Double kriegt er auch, schöner Spraydown nochmal, Double Kill für ihn. Und damit ist es jetzt wirklich nur noch Engie und der ist alleine gegen 4. Die Bombe wird auf A gebracht. Und das wird mit der P250 wohl eine schwierige Aufgabe für ihn. Wenn er noch einen kriegt, wäre das gut.
Einfach Schaden machen, vielleicht eine Pistol saven, irgendwie sowas. Die Runde zu gewinnen, utopisch für ihn. Manchen könnte er kriegen, der hat nur 13 HP, da ist der Headshot auch. Jetzt die Waffe graben und weglaufen wäre sein Optimum. Den Spieler über K gesehen, nimmt die AK jetzt mit. Der Doppel-Spray down! Kriegt beide low, aber keinen gekillt. Sehr unlucky für ihn. Da wäre fast der Double-Kill drin gewesen, so, aber am Ende reicht es nicht, kriegt auch keine Waffe durch. Und dementsprechend muss man hier nochmal sparen, beziehungsweise jetzt eine kleine Pistolrunde bauen. Für C-Play kann zwar in Pistols und ein bisschen Rüstung investieren, aber alles in allem ist das auch eine schwache Runde für C-Play hier gegen Attex. Und die bauen sich jetzt natürlich darauf hingehend ein bisschen ein Polster auf. Wie viele sie jetzt bekommen. C-Play muss Schaden machen, unbedingt. Je weniger da Leben durchkommen aus dieser Runde, desto besser. Wie offen, Adrian. Wollte noch drüber schauen. Schöner Flick auf Mantu. Kommt fast noch den zweiten durch, aber da geht keiner rein. Und die Flash war super. STFN mit dem Double Kill. Jetzt unter Feven. Er kriegt ihn irgendwie unter Kontrolle. Dude ist das von hinten, der ihm dann noch unterstützend zur Seite steht. Ah, damit komplett frei. Und er attackt auch schnell mit dem Plant. Da ist die Kontrolle auf jeden Fall da. Einen kriegt man weg für C-Play, aber das ist nicht genug. Das tut Attacks nicht genug weh. Und dementsprechend C-Play jetzt nicht mehr in der Kontrolle. Wir müssen da jetzt eigentlich auch mehr oder weniger saven, eventuell noch auf die Exit-Frags zu spielen. Haben auch nur die Pistole, also wenn sie sterben, wäre das kein Drama. Ja, die AWP jetzt hier noch zerstören. Da geht die Bombe hoch, alle beide überleben die ganze Situation, aber auch vier Spieler von Attex. Und dementsprechend ist das die Führung erstmals in diesem Matchup für Alternate. 3:2. Und jetzt kommt mal wieder was Waffentechnisches dagegen von C-Play mit dem Doppel-AWP-Seller. Da hat man sich das Geld gespart und direkt eingesetzt. Mal gucken, ob man es nutzen kann. Auf jeden Fall auch wieder eine sehr teure Runde jetzt für C-Play mit dem Doppel-AWP-Seller. Muss man gucken, dass man das hier auch genutzt bekommt. Für Attex vor B mit der Smoke, mit dem Molotov. Oh, der aber scheinbar nicht gelandet ist. Ja, da kommt noch einer nach. Der muss sitzen, damit man einfach Checkers so ein bisschen besser unter Kontrolle hält. Jetzt nochmal eine Smoke hinterher, so viele Räume wie möglich mit der Utility zu halten. Sehr schön gemacht von Mantu. Mikael da komplett verwirrt. Slack hält auch noch von der Seite. Angie kommt ebenfalls runter. Ja, da hat man nicht reingeschaut. Aber dafür ist SDFN von hinten da. Auch gutes Setup. Lässt da auch wenig wieder zu und die beiden müssen die AWP saven. Das war so eine teure Runde, die darf man jetzt nicht verlieren. Vier Menschen leben noch von Attex, dementsprechend kaum möglich, da noch einen Clutch zu versuchen, beziehungsweise hier den Retake zu gewinnen. Und das heißt für Attex wieder eine gute Runde. Wieder mit vier Mann, die hier überleben, wieder wenig nachzukaufen. Und C-Play wird schleunigst versuchen, hier diese beiden AWPs durchzubringen, die sie jetzt nicht verlieren dürfen. Um darauf nochmal aufbauen zu können, der Flick geht daneben. Aber dafür setzt der Core den Frank gegen Carr. Und noch den zweiten gegen Mantu. Sehr schön. Immerhin nochmal zwei mitgenommen. Attex jetzt doch ein bisschen teurer das Ganze gemacht. Gelddezimierung, ja, keine unwichtige Sache für C-Play. Einfach Attex nicht so gut, das Polster zu lassen. Die müssen jetzt hier trotzdem ein bisschen Geld investieren. Das heißt also, für C-Play noch alles gut. Aber auch sie müssen gucken. Dann wird technisch doch noch weiter im Nachteil. Einfach auch CT immer die ökonomisch schwierigere Seite. Die Waffen kosten mehr, das ganze Equipment generell kostet mehr. Du brauchst ein Diffuse-Kit für 400, das braucht der T nicht. Molotov zum Beispiel kostet mehr. Und auch alle Primary Weapons kosten mehr Geld. Und dementsprechend hat man einfach weniger Geld insgesamt. Muss öfter eine Economy machen, was den Ts in die Karten spielt. Und der Tex nutzt das gerade gut aus. Die zwei AWPs hat man zwar, ansonsten aber nur Pistols. Wenn man die jetzt umfährt, dann kann das schnell vorbei sein. Direkt zwei eröffnet, inklusive AWP weg. Und damit die A-Side komplett offen für Attex. Direkt wieder die Eröffnung eingesetzt. Und mit den Smokes da auch keine Chance für C-Play,
noch reinzukommen, müssen das Ganze jetzt erstmal abwarten. Slack steht gut, macht den Frag gegen Trader. Jetzt ist es Delco und Mikuel. Delco wird schon wieder eigentlich mehr oder weniger mit dem Fuß in Richtung Safe gehen. Aber er verliert die AWP. Der Exit-Frag da aus Sierra aus, keine schlechte Idee, aber Slack ist einfach schneller an dem Sniper-Gerät. Und Mikuel, jetzt der Letzte mit der P250, der wird nicht mehr an die Waffen rankommen. Und das ist bisher eine flawless Round von Attacks. Jetzt haben sie zwei AWP. Machen wir eine nochmal weg. Mal gucken, ob es jetzt auf die Doppel-AWP geht oder nicht. Okay, er wirft die AWP ganz weit weg, einfach dass definitiv Mikael nicht mehr drankommt. Also nur eine gesavte P250 für Attacks. Fünf überlebende Spieler. Und Mikael ist down. Und dementsprechend heißt das für sie: Play runterkaufen auf Null, alles wieder investieren. Selber Aufbau wie vor zwei Runden, aber eben wieder mit der Economy am Limit. Und Attacks kann sich hier zurücklehnen mit dem Geld. Die können mindestens noch zwei Runden kaufen. Auch wenn sie die Runde abgeben sollten. C-Play braucht mal eine. Jetzt wieder auf Null. Wieder Doppel-AWP-Setup reingekauft. Und wieder würde sie einen Verlust komplett brechen. Mit dem Headshot gegen Delcor. Oh, schön von SDFN. Wird unterstützt. Der Support war wichtig. Dude, macht den Refrag. Angie noch immer auf A, genauso wie Adrian. Und das ist wieder der falsche Spot, beziehungsweise eben halt wieder der Spot, der nicht angespielt wurde, die beiden da noch nicht rotiert, dementsprechend lassen sie es jetzt auch bleiben. Es ist wieder ein 2 gegen 4 und wieder der Safe. Für C-Play Attacks spielt das gerade unglaublich gut. Pistol und Folgerunde war das einzige, wo C-Play wirklich stark aufspielen konnte, sich die zwei Runden gesaved. Aber ansonsten seitdem in den Fullby-Runden unterlegen gegen Outnate. Jetzt nochmal über Highway der Versuch, Mantu macht den Headshot. Oh, der kriegt beide, sau stark gespielt von ihm. Nicht mal die abgezielte AWP konnte ihn wegmachen. Kriegt den Double Kill und damit die Economy wieder komplett im Arsch von C-Play. Nichts mehr da. Es ist wieder eine Pistol Round. Wir werden hier wieder sparen müssen. Attacks mittlerweile mit der 6:2 Führung auf der T-Side. Und sie schauen in Richtung Ausbauen von den ganzen Dingen hier. C-Play kann auch in der Runde eigentlich nicht viel dagegen antworten. Jetzt wird's mal ein Stack in Richtung B. Nur einen auf A abgestellt. Jesse schaut hin. Mantu wieder bereit, den Jump kriegt er nicht mit. Jetzt muss er gucken, von drei Seiten wird er jetzt hier angegriffen. Überall, aber er kriegt trotzdem einen Frag. Und überlebt das Ganze. Nochmal ein Spray, dann jetzt STFN, den natürlich im Cross von Main unterstützen kann. Währenddessen hat man sich in den Spot entschieden. Man hat drei Leute angesagt bekommen in Richtung A. Das heißt, maximal einer, der auf B sein kann. Und den wird man jetzt hier versuchen, einfach rumzufahren. Und das schafft man auch. Dude, mit dem Klick gegen Delcor. Rotation recht flick gewesen von C-Play, waren da recht schnell, hilft ihnen aber nichts. Attacks bereits gut aufgestellt, gut positioniert, in der Mitte nochmal Mantu. Und auch den kriegt man nicht. Wieder eine flawless Round für Attacks, geldtechnisch optimal. Mittlerweile kratzen sie hier an der Maximalgrenze, alle eigentlich über 10k, bis auf Cressy. Im Durchschnitt so um die 12.000 Dollar für Alternate Attacks, das ist so viel. Und dementsprechend C-Play unter Druck. Sie müssen jetzt unbedingt mal eine Runde holen. Wieder Doppel-AWP. Wieder kompletter Fullby. Auf Null. Und Attacks mit Wahnsinnsmomentum gerade in diesem Match. Two is close. Wird unterstützt. Schön rumgezogen für den Refrag. Der AWP konnte nur einen mitnehmen. Mantu. Oh, sieht ihn! Oh mein Gott, der hat ihn dann ganz knapp noch gesehen und dann der Smoke konnte runterflicken und ihn schnell machen, aber das wäre fast schief gegangen. Trader ein bisschen Pech gehabt, dass er ihn da doch noch gespottet hat. Molotov wird abgehalten. Dude mittlerweile durch Squeaky komplett durch. Will aber scheinbar nicht raus. Zieht sich hier zurück. CFN mit der Bombe. Alle also scheinbar nochmal im Verschieber in Richtung B. Thank you.
Schöner Frag gegen Mikael. Von Dude. Hinten alles unter Kontrolle zu halten. Dementsprechend die Bombe auf B. Keine Chance für Siplay. Absolut keine Chance gegen Attex gerade. Heillos unterlegen. Vor allen Spots, 1v1s werden gewonnen. Die Spots werden solide eingenommen. Jetzt mit der Flashbang in Squeaky. Da wird umgerannt. Zack, da ist der Erste. Und jetzt ist es der Refractor nochmal von Adrian. Kann er noch einen machen? Er kann es nicht. Jetzt versucht man den Knife-Kill. Alle gehen auf ihn drauf. Was ist das denn? Adrian überlebt das Ganze. Jeder will unbedingt stechen. Jetzt wird ohne Respekt gespielt gerade bei Attex. Halleluja. Und STFN will auch nochmal. Eieiei. Ja, aber es ist halt scheißegal für Attex, ne? Es ist denen halt scheißegal. Die können halt zu 5 mit dem Knife auf ihn draufrennen. Und wenn alle sterben, juckt es sie trotzdem nicht, weil sie sind bei 16.000 auf 4 Spielern. Das ist unfassbar. Das ist unglaublich. Also dementsprechend, ja, war ein bisschen YOLO. War ein bisschen unnötig. Adrians AWP da nochmal mit 4 Frags zu verschenken. Aber ist halt scheißegal für Attex, weil sie können einfach nachkaufen. Sie sind eh auf 16k. Mehr Geld kann man nicht haben. Und dementsprechend, ja, absolut nichts verloren dadurch. Nächste Runde, nächster Versuch, aber ja, Adrian, der Einzige mit der HWP natürlich, der gerade heldenhaft gesaved hat. Und damit jetzt der Versuch, schneller Go zu B, perfekte Entscheidung. Adrian ist zwar da mit der AWP, aber den wird man refracken können. Jetzt kriegt er einen und kann sich nochmal zurückziehen. Der Mollo bringt ihn aber raus. Dementsprechend eventuell ein schneller Plan für Attex und damit auch schnelle Kontrolle über den Spot. Alle müssen jetzt verschieben von C-Play. Das kostet Zeit. Und in der Zeit kann man den B-Spot eben unter Kontrolle halten. Da ist der Plan. Hat ein bisschen gedauert. Lässt das Ganze nochmal offen für die Jungs von C-Play, wenn man denn gut reinkommt in den Spot. Adrian immer noch mit der Arbe. Immer noch gefährlich. Und auf jetzt nochmal für Heaven. Mantu steht close an der Smoke. Den Spieler macht ihn weg. Oh, einfach durchgesprayt. Nochmal zwei getroffen. Mantu! Ach, dem ist das so egal, dass da eine Smoke ist. Nochmal ein. Und Mantu! Jetzt zieht er weg. Bisschen Pech gehabt. Nochmal mit der Flashbang rum. Jetzt geht aber. Jetzt geht auf Knife. Komm. Auf geht's. Und da ist der Stecher. Ach du Scheiße. Schönes Ding. Mantu nochmal mit der Flash und alle fahren rum. Auch keine große Chance für C-Play da mit den Pistols in der Runde. Haben sie sich nicht unbedingt Großartiges erhofft, glaube ich. Aber, na gut, jetzt sieht es langsam düster aus. C-Play nochmal mit einem Fullback. Nochmal mit einem Versuch hier reinzukommen. Sie müssen jetzt diese Runde mal gewinnen. 12. Runde an der Zahl. Geld komplett investiert. Jetzt wird es mal langsamer bei Attex. Wissen natürlich, dass jetzt wieder Geld da ist bei C-Play. Wollen natürlich hier auch nicht reinjoken. Entsprechend serious business. Es geht um Düsseldorf. Für die Jungs von Attex. Mindestens 4 Punkte in diesem Matchup, dann war's das. Dann sind sie safe gelockt im Playoff-Platz um den Titel des ESL-Meisters. Und dann sehe ich Scars wieder. Das ist auch schön. Grüße ihn raus an der Stelle, wenn er zuhört. Oder er ist gerade wahrscheinlich im Teamspeak und kümmert sich um die Jungs. Macht einen guten Job, der Junge. Definitiv. Können auch mal die Props raus. Ich kenne leider den Teammanager von C-Play nicht, aber Scars, sehr, sehr netter Typ. So, 40 Sekunden. Lässt uns das Ganze jetzt ein bisschen ruhiger werden für Attex. Auf der Orbit-Probe zu sehen jetzt. Schießt man da das Fenster auf, die CT Smoke liegt. Dementsprechend wird da demnächst exit kaum guter Molotov. Macht das Ganze jetzt schwieriger, weil nur noch 25 Sekunden übrig sind. Muss gucken, dass man da jetzt irgendwie auf die Side kommt. Mikael ist komplett weggesmoked. Ah, kriegt aber noch einen. Und wenn er zwei kriegt, war es das. Die Bombe liegt auf dem Spot. Und das könnte doch mal eine Runde sein für C-Play. Wenn man hier den Plant nicht durchbekommt. Delco oben erfolgreich. NG aus der Smoke heraus versucht alles, um das zu verhindern. Jetzt kriegt man den Frag, aber man wird nicht die Bombe planten können. 4 Sekunden, das war's. Die Runde geht an C-Play. Und Angie, da wird rumgefahren mit dem Lenkrad. Aber STFN fällt am Ende. Und die Runde geht an C-Play. Aufatmen jetzt mal ein bisschen für das Team. Die Runde war wirklich wichtig.
Darauf kann man jetzt mal kaufen, darauf kann man vielleicht was aufbauen. Zumindest noch ein bisschen hier in dieser Halbzeit am Leben zu bleiben. Drei Runden sind es ja noch. 9-6 auf jeden Fall machbar. Oh Gott, Skars hört alles. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Adrian auch wieder oben auf Heaven. Ah, das ist gefährlich. Oh, bisschen Pech gehabt für Adrian. Da durch die Wand durch. Cressy kriegt nun einen Schuss. Aber Delcroix gepusht in Squeaky. Dude hat abgeholt. Da die AWP ist jetzt mal beide gut genutzt. Überzahlsituation für Siebley. 5 gegen 4. Boah, was für Dings da. Mikael mit der Aug. Jetzt muss er runterspringen. Slugs in der Mitte ein bisschen gefangen, aber hat noch Unterstützung. 3 gegen 5. Wird schwieriger für Attacks. Sie müssen jetzt irgendwie ein starkes Play raushauen. Unterzahl mittlerweile deutlich. Und Adrian hat halt auch einen guten Cross für B. Da wird man nicht ohne weiteres durchkommen. Mantu. Oh, schöner Headshot gegen Delcor. Wahnsinnsarbeit von ihm. Jetzt hat er den A-Spot. Jetzt kann er eventuell sogar die Bombe planten und damit ist es ein Retake für C-Play. Oh, einfach durch den Molotov durch. Damit rechnet man nicht. Schön gemacht von Adrian. Sehr, sehr gut, mal ein bisschen mit Eiern da durchzulaufen. Aber Cressy negiert das Ganze mit dem Frag gegen Mikael. 3 gegen 2. Immer noch die Unterzahl. Mantu mit der Arme. Der Frag geht daneben. Jetzt muss er gucken, dass er wegkommt. Aber er macht den No-Scope. Und Angie fällt gegen ihn, aber Adrian macht auch den Frag gegen Cressy. Mantu im 1 gegen 2. Aber die Bombe tickt für ihn. Er hat die Zeit auf seiner Seite. Das heißt, C-Play muss das Active Play hier machen. Und das klappt. Mantu schaut nicht nach mir hin, da läuft man durch. Trader macht den Frag und die Runde ist sicher. Defuse Kit ist da, dementsprechend kein Problem mit der Zeit. 4 zu 9. C-Play mit der Runde in Folge. Nicht resettet geworden. 2 AWPs, die man noch durchsafen kann. Dementsprechend da. Auch noch der nächste Full bei Attacks. Jo, geldtechnisch sage ich da gar nichts zu. Jawohl, und ganz exzessiv das schon ausgesucht. Das freut mich doch. Das freut mich doch. Servus an alle, die noch eingeschaltet haben. Grüße gehen raus. Wir neuen Attacks. Jetzt wieder vor B aufgestellt. Trader mit der Nate. Ist gut, gegen Cressy. 30 HP hier abgezogen, Trader. Los. Smoke, Spot, Flash. Macht er sich selber. Trader kriegt den Frag noch nicht. Muss jetzt gucken, aber er wird umgelaufen von Zweien. Keine Chance da für ihn. Mikael. Uiuiui, da geht nichts rein. Das gibt's doch nicht. Er hat den Kopf so lang gesehen. Aber die Aug will nicht. Und jetzt ist es Adrian, der wieder retten muss. Auf Heaven. Der Molotov geht nicht auf. Und dementsprechend kann er da weiterbleiben mit seiner AWP. Und das ist ein guter Spot jetzt mit dem Gegenmolo nochmal, um die Side noch weiter einzudünnen. Man kann auch nicht planten für Mantu. Nochmal ein Molo. Noch weiter nach vorne. Slacks hat hinten im Griff. 3 gegen 4. Unterzahl ist da. Er schaut genau drauf, Slacks! Was? Was? War das denn? Ja, also beim Overwatch hätte ich da jetzt auf Wack plädiert. Krasser Shot von Slacks. Was war das denn für ein Ding? Halleluja. So, die Runde ist sicher. Alle vier noch da. Adrian und Angie saven die AWPs. Angie. Boah, schöner Frag gegen SDFN. Zack, und Tür zu. Und Adrian macht auch sein Ding. Die AWPs bleiben auf jeden Fall erstmal. Jetzt Mantu, er will es nochmal. Es ist so schön, Atex kann einfach reinziehen. Ihnen ist das halt egal, ob sie 15 Waffen verlieren oder nicht. Letzte Runde, erste Halbzeit, sie haben noch über 10k. Dementsprechend wird da reingekauft und reingegangen. Aber beide AWPs überleben das Ganze. Und dementsprechend 10-4 Atex auf der 2-stellige Geld. Und die Play mit der letzten Runde, der ersten Halbzeit. Da wird nochmal runtergeforst, was geht. Natürlich alles, was drin ist. Aber das sind nur MP9s und der Deal. Und die beiden gesaveten AWPs. Mal gucken, was man noch dagegen halten kann. Attex wirkt sehr zuversichtlich in dem ganzen Spiel. Die haben, glaube ich, richtig Bock. Die sind im Bootcamp und haben richtig Bock. Oh,
Schöner Hit von Trader. Macht den Entry-Frag. Jetzt Mantu gegen Angie. Erfolgreich, aber Delco ist da im Cross. STFN. Er versucht mit dem Jump. Er ist erfolgreich mit dem Jump. Und mit dem Molotov hält er Counter Kontrolle. Kann dementsprechend die Bombe jetzt eigentlich legen. Ja, Dude muss auch hinten appen. Hat das aber auf dem Schirm. Jawoll! Ein Klick, ein Schuss und ein Treffer. Headshot gegen Michael. Adrian. Wieder der Hero. Kann das machen. Ganz, ganz close. Die Flashbang hittet aber nicht. Und Dude ist, glaube, jetzt ist er bekannt. Ja, jetzt wird abgamed. Aber er kann halt nicht beide unter Kontrolle halten. Stefan mit der Nate, die ist gar nicht schlecht. Adrian zur Seite rangeholt. STFN 1 gegen 1. Aber Adrian, der macht es. Und macht dementsprechend für C-Play die fünfte Runde sicher. 10 zu 5 Attacks mit dem doppelten Roundscore. Gute T-Hälfte gehabt, definitiv. Pistol Round wird jetzt entscheidend für C-Play. Mal gucken, ob sie Attex auch so unten halten können, was die CT-Economy angeht. Einfach so ein bisschen da das Geld zu kontrollieren und unter allen Umständen irgendwie aufrechtzuerhalten, weil Attex, wenn die jetzt nochmal ins Rollen können auf der CT-Seite, glaube ich, dass es hier schnell vorbei sein kann. Davor, Dude. Über Squeaky, aber die Crossmore kommt genau im richtigen Moment. Dude trifft trotzdem durch die Smoke den Headshot. Trader damit down. Schneller Plant für Delcor kommt jetzt rein. Retake-Situation für Attex. Haben Ada offen gelassen. Jetzt müssen sie gucken, dass sie ihn zurückerobern, den Spot. Doppelflash von Dude. Michael im klassischen Quad-Sport. Er macht beide. Starke Headshots. Adrian ebenfalls. Delcor setzt einen nach. Es ist nur noch Dude 1 gegen 3. Oh, jetzt muss er nachladen. Oh Gott, da wird es ein bisschen arg problematisch dann. Alle drei sind da, C-Play gewinnt die Pistol Round. Und damit können sie sich jetzt wieder ein bisschen ranarbeiten. Situation C-Play, kaufen da runter, nehmen das Geld natürlich mit, was sie jetzt haben. Attex bleibt auf der Full Economy. Zwei AKs gekauft bei Adrian und Delco, ansonsten McTens zum Angreifen. Auf die präferierte Waffe. Attex versucht was über die Mitte. Und da kommt der Frag auch von Slacks. Jetzt der Counterboost. Versuch Michael mit dem Molo, der ist gut. Verhindern den Boost. Delco kriegt auch noch Slacks. Und jetzt muss er gucken von der Seite. Headshot ist da, aber Michael bleibt cool. Macht den Double Dink und dementsprechend den Double Kill zu C-Plays. Vorteil zum 7 zu 10. Halten da auch mit 4 Mann durch. Also nicht so viel, was man hier nachkaufen muss. Zwei McTens bleiben noch da. Ansonsten aber wieder auf die AKs geupgradet. Und Attex. Mit dem Fullbein Nummer 1. Ohne AWP, kein Geld dafür da gewesen. Alles auf die AUX investiert. Drei Stück davon. Ich lasse ihn nochmal mit einer kleinen Flash. Quad auch unter Kontrolle gehalten jetzt. STFN kriegt voll den Feuer unterm Hintern. Es juckt ihn aber nicht. Double Kill für STFN. Close Angle. Jetzt. Ach Dude, glaube ich, da zumindest gesehen zu haben. Mantu ist es. Und der macht auch einen. Ja, Trader ist der Letzte. Gut gehalten von STFN und Mantu. A-Spot Execute da nicht funktioniert. Explode versucht durch Squeaky, durch die Flash hat halt nicht gesessen. Da war niemand, der reingeschaut hat. Dementsprechend Full Focus für Attex und C-Play kam nicht durch. Trader gegen alle. Ich bezweifle, dass er die AK durchbekommt. Mantu ist da auch zur Stelle. Headshot sitzt 11 zu 7. Attex direkt wieder in der ersten Fullball-Runde erfolgreich. Déjà-vu aus der T-Side. Auch da die ersten zwei Runden gingen an C-Play nach der gewonnenen Pistol. Und direkt im Full-Buy hat sich Attex das Ganze geholt. Ein Scoreboard können wir mal aufmachen. 23-2-13 von Mantu. Absolute Top-Fracking-Position gerade. Cressy wartet noch ein bisschen. Der kommt übers Late.
4-2-11, der Score. Hat vielleicht auch keine Gegner gesehen, wenn Mantu alle umgefahren hat. Ah, die Nate sah besser aus, ehrlich gesagt. Adrian kriegt nur ein bisschen Schaden. Ah, gut antizipiert, aber Angie auch eher glimpflich davon gekommen. Da war das Fadenkreuz besser auf dem Model, als ich dachte. Alles noch safe von C-Play, bleiben da echt zusammen defensiv stehen, warten auf Pushes von Attex. Vielleicht sind sie ein bisschen zu übermütig, vielleicht wollen sie da zu viel, aber Attex ist absolut cool. Machen da nicht den Fehler, den man hofft, auf Seiten von C-Play. Da müsst ihr schon selber kommen, sagt sich Attex. Und das werden sie jetzt. Richtung A, über Main, einer ins Quickie, das ist Angie. Jetzt der Explode. Der kommt mit der Eröffnung gegen SDFN. Mantu mit einem, Mantu mit zwei, Mantu mit drei. Und nochmal über Squeaky Schaden gemacht. Starke Aktion von ihm. Auch da wieder. Einer, der auf dem Marsport aufräumt, reicht, um C-Plays Plan hier erstmal ganz schön zu dezimieren. Man kriegt eventuell noch den Bombplant down, aber jetzt ist es eben Adrian gegen drei. Er kriegt noch den Headshot gegen Cressy. Jetzt hat er keine Muni mehr in der Waffe. Er muss auf die Deagle switchen. Und Dude fährt ihn um. Und dementsprechend ist die Runde sicher auch für Alternate Attacks. 12-7 mittlerweile. Und C-Play hat kein Geld. Ne, C-Play hat Geld. Sie hatten jetzt kein Geld. Jetzt haben sie Geld. Andersrum. Dann muss man aber ehrlich gesagt sagen, ist es eine ganz gute Runde gewesen für C-Play. Dafür, dass sie echt wenig investiert hatten. Bombplant und drei Spieler mitgenommen für Attex. Wie gesagt, schön Economy klein halten von Attex. Dann kann man da schnell mal reingehen und für die CTs ganz schön reingrätschen. Mit ein, zwei guten Runden. Nichts verloren definitiv für C-Play. 5 Runden Defizit ist bei weitem aufholbar. Jetzt wäre aber ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen. Mantu. Oh, schöner Shot. AOG da gegen Adrian. Eine Minute. Zeit wieder gemächlich ein Stück runterlaufen lassen. Richtung B jetzt der Ansatz für C-Play. Ein super starker Cross-In. Cressy mit dem Triple Kill. Man sah es schon so, man sah es schon auf. Man sah das Unheil von C-Play auf sich zurollen, als der Molotov da kam und C-Play komplett reingelaufen ist. Und Cressy einfach nur durchdrücken musste. Sehr schöner Triple Kill. Keine Chance, da nochmal reinzukommen. Der Molo kam im perfekten Augenblick. Und dementsprechend Attex 13-7. Jetzt wird es dann doch langsam eng für C-Play. Man hat wieder kein Geld. Und das auch noch ganz schön dicke. 1-4, 1-8, 1-6, 1-9. Also auch der nächste bei muss man Abstriche machen, auch wenn man schon einen höheren Loser-Bonus bekommt. Bombplant wäre wichtig zumindest, aus dieser Runde mitzunehmen. Mantu wieder close. Mantu 1, Mantu 1, 2, 3, 4. Mantu hat Lust. Und Mantu macht nicht das Ace. Das wollte er mir jetzt nicht vergönnen. Aber trotzdem hat er da hier richtig viel wieder kaputt gemacht. Adrian kriegt nochmal eine Aug. Ja, vielleicht nochmal einen mitzunehmen. Der läuft auch. Aber Dude, beende den Amoklauf. Da geht nicht mehr. Ah, Mantu gönnt sich da die Echo-Frex. 31-3-16. Jawohl. Droppt erstmal die 30er-Bombe. GG an Mantu auf jeden Fall. Starke Runde, ein starkes Spiel. Mehr oder weniger letzte Chance für C-Play. Alles oder nichts in dieser Runde. 7 Runden liegen sie hinten jetzt im Full-Buy auf 0.
Wenn die Runde an Attex geht, ist es eigentlich vorbei, weil dann hat man kein Geld mehr bei C-Play und steht mit dem Rücken zur Wand. Also wenn Comeback, dann jetzt. NG bereit fürs Quickie. Ah, versucht's rauszukommen. Kriegt auch einen, wird aber gerefragt direkt von SDFN Slacks. Macht währenddessen ebenfalls einen. 4 gegen 3 Überzahlsituation für Attex. Anschüsse für Slacks kommen zwar ran. Aber alles in allem ist das kein Problem. Der Molotov wurde gesehen. Man weiß, dass auch einer Forklift ist. SDFN auf dem Gesicht. Hat ihn Main gesehen. Macht da nicht den Repeak. Trader kommt ihm zu Hilfe. Wenn man SDFN bekommt, kann man zumindest einen Plan setzen und dafür so ein bisschen hoffen. Man kriegt Stefan. 2 gegen 2 Situation. Machbar für C-Play. Wichtig für C-Play. Adrian, was ein Klick auf K. Sehr schön gegen Slacks. Und Cressy. 1 gegen 2. 1 gegen 2, Cressy! Im Double Kill. Da laufen sie ihm aber auch wirklich komplett ins Spray. Wahnsinn. Und sie bleiben auch hintereinander stehen. Da geht keiner weiter in Richtung Spot. Da will man um alles in der Welt ihn abholen. Und man stellt sich aber in einer geraden Linie auf. Super schön von Cressy da abgeholt. Und ich sehe. So läuft das Spiel dann doch zu Ende, würde ich sagen. 15 zu 7. C-Play natürlich nochmal mit einem Fullby. Mit AKs und Rüstung, kaum Utility am Start. Und das sind 8 Matchpoints für die Jungs von Alternate Attacks. Und das würde mich sehr wundern nach der Performance, wenn sie hier jetzt noch groß strugglen würden. Oh, schön von Mantu direkt wieder eröffnet, aber Mikael ist zur Stelle. Oh, schön von SDFN, macht 1, macht 2, Autodirector hat keine Lust mehr, SDFN mit 3! Jetzt ist aber Schluss. NG meint gegen alle und wird beendet das Ganze. Schönes Game von Attex, definitiv. Das war eine ordentliche Vorstellung von den Jungs aus dem Bootcamp. 16 zu 7. Grüße gehen raus. Aber